Guck dir Sa'id ibn Jubair an, einer der großen Tafsir-Gelehrten der Ummah. Schau dir den an. Sa'id ibn Jubair, zur damaligen Zeit ein König, der bekannt dafür war, ein Tyrann zu sein. Der bekannt dafür war, dass er die Leute dem Erdboden gleich macht und abschlachtet. Er erwartete von Sa'id ibn Jubair, dass er ihm eine bestimmte Fatwa gibt, ein religiöses Rechtsgutachten, was falsch ist. Und es war klar, wenn er ihm nicht gehorcht, wird er Sa'id ibn Jubair schlachten. Schlachten. Stell dir vor, das Messer wird an deine Kehle angesetzt. Stell dir das vor. Und er wurde bedroht. Wenn du das nicht tust, werde ich dich töten. Was sagte Sa'id ibn Jubair? Weil er Allah kennt, er sagte, hätte ich gedacht oder geglaubt, dass du Leben und Tod gibst, hätte ich dich angebetet. Wisst ihr, warum wir in vielen Moscheen nicht mehr eingeladen werden? Weil die Angst haben, dass dann die Polizei kommt und sagt, ja, hören Sie mal, Entschuldigung, warum haben Sie eigentlich den Herr Vogel eingeladen? Kriegen die Muffins aus, da stehen die so. Und können nicht mehr. Was haben diese Leute mit einem Sa'id ibn Jubair zu tun? Solche Feiglinge. Haben wir irgendwas Verbotenes gesagt? Sie sagen, Allah, Islam ist die Wahrheit. Und das werden wir, inshallah, bis zum letzten Atemzug sagen. Und da können die Leute Saltos schlagen, Rolle vorwärts, Flickflack um uns herum machen, wie Rumpelstilzchen rumspringen. Das ist unsere Position. Ganz einfach. Und diese ganze Angsthasenmasche, die wir hier draußen haben, wo Leute nicht bereit sind, die Wahrheit zu sagen, der Islam lebst du nicht in den Vernünftigen ein. Die Leute sollen sich was schämen, Die haben die Moscheen zu Restaurants umfunktioniert. Das sind keine Moscheen, das sind Restaurants mit Gebetsraum, sind das. Die einzige Aktion, die man da sieht, ist nur, das Einzige, wo man ausgezeichnet ist, ist darin, orientalische Spezialitäten herzustellen. Das war's. Das ist die Tatsache. Schau dir mal hier von DTIP, geh mal auf DTIP.de. Schau dir mal die Aktion in Köln in der Großmoschee an, wegen denen es jetzt so viel Ärger gibt. Wir wollen eine Großmoschee bauen. Wofür? Museum? In einem riesen Minarett. Wofür? Wir brauchen das Geld, brauchen wir für die Jugendarbeit. Geh mal auf die Straßen der Großstädte. Stuttgart, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Berlin. Guck dir mal an, wo die jugendlichen Muslime gelandet sind, weil ihnen keiner was von Islam erzählt hat. Drogendealer, Zuhälter, Schwerverbrecher, Abzieher, Draufschläger. Ja, so sieht's doch aus. Oder sieht die Situation in Stuttgart anders aus? Wie viele Leute gibt es hier, die voll daneben sind? Das müssen wir mal ganz klar sagen. Warum? Weil ihnen keiner was vom Islam vermittelt hat. So sieht die Sache doch aus. Zu mir sagt letztens jemand, zu mir hat ein jugendlicher Muslim, wisst ihr, was der zu mir gesagt hat? Der den richtigen Weg gefunden hat. Und ich erzähle die Sachen ganz klar, weil wir leben hier in der Realität. Wir nehmen kein Blatt vom Mund, sondern wir müssen die Realität klar zeigen, was hier los ist. Der sagt zu mir, der war im Bordell gewesen früher, hat sich mit den Prostituierten unterhalten. Und da hat er so flachs gesagt, wie das Geschäft so läuft. Wisst ihr, was die gesagt hat? Ja, ganz gut, im Ramadan geht es ein bisschen runter, danach geht es wieder hoch. Kannst du dir vorstellen? Das Fasten der Muslime im Ramadan hat keinen Einfluss auf die Lebensmittelindustrie, aber Einfluss auf die Prostitution. Kannst du dir das vorstellen? Da nagen die Prostituierten am Zahnfleisch. Das musst du dir mal vorstellen, was hier los ist. Das ist eine Katastrophe, ist das. Und das ist natürlich nicht, dass jetzt jemand denkt, alle wären damit gemeint. Aber das Problem ist, das liegt unter anderem daran,
Weil die Liebe zu Allah nicht vermittelt wird. Was wird vermittelt? Alif, Ba, Ta, Fa, Jim, Jim, Ha, Ha. Arabisches Alphabet. Da kriegst du keine Liebe durch zu Allah. Ich sage nicht, du sollst kein Arabisch lernen. Aber das Wichtigste ist, dass du lernst, warum du Muslim bist. Und dass du, weil wenn du das lernst, dann bist du bereit, vor dem Pharao zu stehen und zu sagen, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.